Okay, und jetzt hör zu, wir wollen dich nicht mehr sehen. Ah ja, okay, hatten wir schon. Wenn du aufgibst und nach Hause rennst, werde ich dich nicht noch einmal zur Tür hineinlassen. Auf keinen Fall. Danke, Mama und Papa, ich gehe jetzt. Und der Koffer mit den Sachen? Oh, einen Moment noch. Hitler, ich werde die Alice Academy schlagen. Ich trage meinen Teil zur Zukunft des Fußballs bei. Und zum Imperium. Habe ein Auge auf uns. In Ordnung? Alles klar, mach's gut. Ach, wenn man den Führer als Opa hat, dann kann man nur glücklich sein. Er zieht Verlieren noch nicht einmal in Betracht, oder? Ich wusste, dass der Junge eines Tages so loslegen würde. Aber das ist so schnell passiert. Mein Vater ist auch sehr viel durchs Land gereist, um Fußball zu spielen. Marc ist wirklich genau wie er. Bitte, Hitler, hilf ihm so gut du kannst. Im Herzen ist Hitler bei dir. Scheiße. Marc. Hallo miteinander. Wart ihr bei euren Familien? Ja. Ich dachte, sie wären besorgt, aber... Fehlanzeige, ich habe nur einen Klaps auf die Schulter bekommen, als ich gegangen bin. Du wärst geliebt, Junge, du wärst geliebt. Hey, alle zusammen, zeig diesen Aliens, wie man Fußball spielt. Ich werde nicht zulassen, dass sie das Ass von Raimund Junior Fußballclub fertig machen. Ja, keine Sorge, überlass das mir, Sack. Vorwärts, Jack, hurra! Ach ja, er denkt immer noch, dass der Wallzeit da ist. Hihi, na gut, Marc, auf zum Raimund. Axel müsste jetzt auch von Krankenhaus zurück sein. Ah, alles klar, dann lass uns zu Axel treffen und endlich losfahren. Wart's nur ab, Alice Academy, unser Kampf ist noch nicht vorbei. Juhu! Geschafft, geh zu Raimund Junior High. Raimund Junior High. Julia, ich muss für eine Weile weg. Es tut mir leid, gerade wo es dir besser geht, muss ich gehen. Aber eins verspreche ich dir, Julia. Ich werde zurückkommen. Und wenn ich zurück bin, werde ich nicht von deiner Seite weichen und auf dich aufpassen. Ich werde nicht zulassen, dass dir so etwas noch einmal passiert. Ich verstehe. Geh und schnapp sie dir, Axel. Danke, Julia. Also, mach's gut. Sind Sie? Axel Blaze, nehme ich an. Okay. Dun, 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 dun. Ach, du Spitzkicker. Wieso haben die den Ball? Erobere den Ball. Ach so. Wollt ihr mich verarschen? Rutsch mal weg, mal. Meine Fresse, hat es lang genug gedauert. Dann können die eigentlich nur in Spezialattacken. Ach, egal. Ich werde sowieso eine riesengroße Trainingssession einlegen. Wer war das denn? Ein Freund von Ihnen? Klar. Sowas in der Art. Aber das geht dich nichts an. Bist du bereit zu gehen? Naja, wir warten nur noch auf Axel. Ah, jag mir nicht so einen Schrecken ein. Das habe ich total vergessen. Marc, wo gehst du hin?
Hubs. Was ist das? Fußballclub. Yay. Es ist das Schild von unserem Clubhaus. Wow, das Clubhaus ist total zerstört, aber das Schild scheint es überstanden zu haben. Stabil. Was die Alice Akademie getan hat, ist unverzeihlich. Es ist gegen den Geist des Fußballs, das Spiel für Schmerz und Zerstörung zu missbrauchen. Wir werden ihnen zeigen, worum es beim Fußball geht. Da bin ich dabei, Mark. Wir treten noch einmal gegen sie an und gewinnen diesmal. Das ist typisch für dich, Mark. Egal wer der Gegner ist, du gibst niemals auf, oder? Und ich werde auch nicht aufgeben. Das ist die richtige Einstellung. Dies ist die nächstgrößere Herausforderung für die berühmte Raimon Elf. Lass es für unsere Jungs im Krankenhaus tun. Ich kann es fast nicht glauben. Wir werden die Aliens bekämpfen. Ich! Sag mir jetzt nicht, dass du schon wieder auf die Toilette musst. Nein, ich bin einfach nur aufgeregt. Ich trage meinen Teil als Mitglied der mächtigen Raimon Elf bei. Yay! Ziehen wir das durch. Hör mal, Mark. Wir reden hier von Aliens. Ich glaube nicht, dass ein bloßes Ziehen wir das durch ausreichen würde. Komm schon, gib dir mal Mühe. Hehe. Haha. Hohoho. Sehoho. Oh, Axel, da bist du ja. Hast du dich von deiner Schwester verabschieden können? Was ist los? Du siehst irgendwie komisch aus. Geht es Julia gut? Es ist nichts. Ich habe Julia gesehen. Ich bin bereit. Das war meine Mama. Warte, Mark, wenn ich... Hm? Oh, nichts. Vergiss es einfach. Wieso redet meine Mama nur so laut? Warum nur? Ich hoffe nur, dass ihr sie nicht jetzt gehört habt. Du hast deine 11 Spieler zusammen? Lass uns Tokio verlassen und noch mehr Spieler finden. Seid ihr alle bereit? Ja, trainieren. Ja, Trainerin. Wir sind das beste Team in Japan. Wenn wir die Alice Akademie nicht schlagen können, ja dann. Ach, du musst noch viel lernen. Es gibt noch einige starke Teams, die nicht in der Fußballfrontier antraten. Was? Wie ist das möglich? Die hatten einfach keinen Bock. Einige sind Mannschaften von Schulen, die kein Interesse daran haben, bei der Fußballfrontier anzutreten. Und andere wurden von Ray Duck als gefällig eingestuft, um sie zum Turnier zuzulassen. Solche Mannschaften gibt es im ganzen Land. Wirklich? Wirklich. Also lehnt euch nicht zu weit aus dem Fenster und behauptet, ihr seid das beste Team in Japan. Das wisst ihr nicht genau. Oh, das ist klasse. Es gibt also starke Teams, von denen wir noch nicht mal nichts geahnt haben. Lass uns nach ihnen suchen. Haha. Schlechte Neuigkeiten, Herr Geschäftsführer. Als Aliens angriffen, war Premierminister Vanguard auf Besuch in Nara. Was? Der Premierminister? Geht es ihm gut? Okay, das ist schon ein bisschen nach dem Anime schon gemacht. Gut. Wir wissen es nicht. Er wurde entführt. Was? Aber warum? Was? Ach, dann weiß ich jetzt schon, wen wir als neuestes Mitglied bekommen. Was wollen Sie wohl mit dem vom Premierminister? Zeit zu gehen, Leute. Vielleicht finden wir ja Hinweise zur Situation in Nara. Alles klar. Was auch immer die Alice Academy vorhat. Wir müssen sie aufhalten. Gibt alles, Team. Ich glaube an euch. Wir können Alice schlagen. Danke, Trainer Hillmann. Wir fahren nach Nara. Ab in den Bus, Leute. Toilette? Hunger? Wahlzeit, was ist los? Musst du wieder auf die Toilette? Nein, es ist nur... Angreifende Aliens, eine neue Trainerin. Alles ist so anders. Ich kann gar nicht mehr geradeaus denken. Kannst du davor noch nie. Komm schon, Wahlzeit. Es ist sinnlos, über Dinge nachzudenken, die man nicht versteht. Alles, worüber du noch nachdenken solltest, ist, wie wir die Aliens Akademie schlagen und den guten Rund des Fußballs herstellen. Ja, du hast recht. Ich werde mein Bestes geben. Mach uns stolz, Mark. Warte, ist es nicht Zeus? Jetzt machen sich die Inazuma Eleven auf ihren Weg. Aber wir können nicht einfach daneben stehen und zuschauen, oder? Ich wünschte dir alles Glück dabei, Mark Evans. Du wirst es brauchen, um die besten Fußballer des Landes zu finden.
Das ist doch der Typ von, Wir müssen gleich los. Mark, hast du auch Angst? Nicht die Spur. Ich war noch nie in meinem Leben so aufgeregt. Ich meine, die stärksten Spieler in ganz Japan warten auf dieser Reise auf uns. Ich kann es kaum erwarten, sie spielen zu sehen. Wie kannst du gerade jetzt so gut gelaunt sein? Das ist typisch für dich, Mark. Genau deswegen ist er unser Captain. Also gut, wir fahren los! Jetzt geht's los! Kopf hoch, Axel. Vielleicht kommt es ja gar nicht so weit. Wir folgen der Spur der Aliens Academy bis nach Nara. Wie es dazu kam, dass wir für Aliens gehalten werden, finde es heraus. In der mysteriöse schwarze Ball. Axel, was ist nur los? Echt jetzt? Wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Das soll wir... Ach. Okay. Ja, wir wollen speichern. Komm, speichere mal schneller. Teamlevel sind ja 7? Okay. Einige Stunden bevor Mark nach Nara aufbrach. Sie sehen Hirsch-TV mit einem Bericht direkt vor der großen Hirschstatue. Hirsch-TV? Ehrlich jetzt? Mein Mann. Die Hüllungszeremonie der neuen Statue ist in vollem Gange. Ich kann euch jetzt schon sagen, das neue Mitglied ist in der Truppe hier, also in diesen beiden Leuten hier. Ich kann auch schon sagen, wer das ist. Premierminister Vanguard und US-Präsident Cooper sind im Begriff, das Band zu scheiden. Links ist Vanguard, das da. Herr Cooper, die ganze Nation fühlt sich ab ihrer Teilnahme an den heutigen Zeremonie geehrt. Bitte nicht so förmlich, Herr Premierminister. Besuchen Sie uns doch mal in den Staaten, um unseren Fußball kennenzulernen. Aber gerne. Also wollen wir? Was ist das für ein Geräusch? Was um alles in der Welt ist das? What the fuck? Was geht da vor? Nein! Was zum... It's magic. Oh nein, die Statue. Meine Damen und Herren, ihr Fernsehgerät ist nicht defekt. Die lange erwartete große Hirschstatue ist zerstört worden. Wie furchtbar. Herr Vanguard, wo ist der Premierminister? Eine Katastrophe ist geschehen. Der Premierminister ist verschwunden. Nein! Das Undankbare ist passiert. Anscheinend hat sich der Premierminister gerade in Luft aufgelöst. Was geht heute nur vor sich? Eine ganze Nation fordert Antworten. Ich will antworten! Yay! Kapitel 2! Der mysteriöse schwarze Ball! Okay. Darf ich eigentlich auch mal leveln gehen? Sehen Hirsch-TV mit einem Leichtbericht. Dies ist ein düsterer Tag für unser Land. Die Polizei stellt weiterhin eine Nachforschung hinsichtlich der Ereignisse in Hirschpark an. Und wir sehen uns im nächsten Part. Warten, yeah.